Am Dienstagabend hat die Stadtvertretung Feldkirch beschlossen, die Parkgebühren anzuheben. Was halten Sie davon? Ja, ich finde, das ist keine gute Geschichte, weil wir Konsumenten, Endkonsumenten eigentlich immer nur am Zahlen sind. Und wir parken, und wenn wir in einer Stadt etwas einkaufen möchten und wir parken dort und müssen noch mehr zahlen, dann überlegt man sich, ob man nicht irgendwo anders hinfährt. Ja, ich finde nicht gut. Das wird man sich schon zum Überlegen, ob man dann noch in die Stadt kommt, gehen, einkaufen und so weiter. Ja. Das wird man sich dann schon noch einmal überlegen. Finde ich keine gute Idee. Ne? Ja, ich finde das Vorbild, die Vorbildstadt in Vorarlberg ist blutend, weil die ersten 15 Minuten ein Gratisticket gelöst werden kann. Alles weiter über die Gebühren als solches weiß er nicht wirklich Bescheid. Also wahrscheinlich gibt der Bürger zu wenig Acht darauf und nimmt es einfach, wie es ist. Ich muss dazu sagen, dass natürlich in Feldkirch die Parkgebühren relativ niedergehalten sind. Sicher wäre ich dafür, wenn es so bleiben würde, aber ich denke, dass wir es nicht ändern werden können. Ja, es ist eh schwer genug, in Feldkirch einen Parkplatz zu finden, und meiner Meinung nach ist die Parkgebühr momentan schon teuer genug. Das heißt, Sie werden künftig hier nicht mehr parken? Nein, also Feldkirch werde ich sicher auch meiden, weil es ist einfach zu viel, die Parkgebühren. Nein, geht nicht anders. Man muss ja parken. Es ist nicht zum Vermeiden. Man wird es einfach zahlen müssen. Ja, ich habe es nicht weit bis zur Stadt Feldkirch. Also ich kann viel zu Fuß laufen. Also von dem her, ich muss zur Arbeit, muss ich mit dem Auto fahren. Also daher kann ich leider nicht verzichten darauf. Ja, parken wollen auf alle Fälle. Aber ich denke, wenn dann die Gebühren wirklich so sind, dass es auffallend, wie soll ich sagen, unverhältnismäßig wird, ja, dann ist so. Die Streikkultur in Österreich ist nicht wie in Frankreich. Haben Sie noch andere Ideen, wie man das anders lösen könnte in Form von Ganztagestickets? Ja, das ist sicher eine gute Idee. Ja. Ganztagestickets zum Parken ist sicher ganz eine gute Idee. Ja. Also von dem her, ja. Aber ich muss, ja, 2,50 oder 2,40, ich wäre sehr angemessen. Denken Sie, dass Bus und Bahn eine Alternative hier darstellen? Ja, zum Teil, aber wenn es nicht anders geht, wenn man so viele Sachen zum Transportieren hat, also ist es mit dem Bus doch sehr umständlich. Also braucht man doch immer Auto. Ja, das werden wir müssen, weil, wie gesagt, wir haben einen Betrieb, wo uns das Auto sehr, sehr wichtig ist. Und wir haben sehr viele Kunden in Feldkirch. Und wenn wir jedes Mal kurz stehen bleiben und jedes Mal eben diese Gebühren zahlen müssen und wir keine Dauerparkkarte bekommen, dann ist es für uns schon ein finanzieller sehr großer Aufwand. Und darum werden wir sicher irgendwo außerhalb parken und als mehr laufen oder mehr solche Sachen suchen, wo man herkommen kann mit Öffentlichen. Man würde sie öfter nutzen, wenn sie zum ersten billiger wären und zum zweiten bessere Intervalle hätten. Also das ist meine Erfahrung von Dornbirn. Ich versuche natürlich vermehrt mit dem Bus oder mit dem Rad hereinzukommen, aber ich werde trotzdem da parken, auf jeden Fall. Und natürlich die Zwischenzeiten, die Mittagszeiten ausnutzen.